Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch auf Mirage. Gerade jetzt passend zum Thema Cheaterei und Pipapo in CSGO. Ja, es ist kostenlos und Prime kann man sich kaufen und wa. Immerhin kann ich eine Winzigkeit tun und ein Overwatch machen. Ich denke, das können viele von uns, wahrscheinlich sogar so gut wie alle. Möglicherweise müssen wir gerade in diesen schweren Zeiten... Wahnsinn. Er ist nicht am Reinhasseln, oder? Guck mal, seine Mates sind sogar schon gegangen. Die haben ja schon einen Bot. Die Gegner haben auch einen. Ja, gerade jetzt in so einer Zeit ist es natürlich vielleicht ratsam, so viele Overwatches zu machen, wie man eben kann, ja? Dass direkt diese ganzen kleinen Drecksäcke, die jetzt halt mit einem kostenlosen Account rangehen und sich im No-Prime-Bereich rumtreiben, ja, weil sie Prime nicht freispielen wollen im Moment, beziehungsweise kein Geld ausgeben wollen. Man kann Prime ja mittlerweile kaufen für 14 oder 15 Euro, habt ihr mir, glaube ich, gesagt. Und ja, vielleicht können wir so zumindest etwas, so minimal, wenn die gesamte Community mitmacht und sowas, wisst ihr, was ich meine? Ich will jetzt keine Zahlen hören von wegen, ja gut, Tropfen auf dem heißen Stein und hin und her. Meckern ist einfach, aber vielleicht sich so ein bisschen mitzumachen, dagegen was tun. Ich denke, das können wir wirklich so gut wie alle. Heilige Scheiße. Also der ist ja wirklich... Ich bin mir komplett sicher, dass das so einer ist. Der holt sich Counter-Strike kostenlos. Der holt sich den Cheat kostenlos. Ja, so, wie, so obvious wie das ist, kann das kein gekaufter Cheat sein. Und ja, also das ist wirklich richtig traurig. Bitter. Wirklich eine bittere Pille, wenn du in diesem Bereich rumspielen musst. Wenn du selbst keinen Prime hast, wobei sich, ich denke, jeder, der Counter-Strike besitzt, holt sich Minimum Prime, oder? Oder gibt es noch Leute, die wirklich Non-Prime spielen? Prime ist jetzt nicht, auf gar keinen Fall, irgendwie der Retter in der Not, ja, aber er hält einem zumindest minimal die krassesten Härtefälle vom Leib. Nicht alle. Natürlich gibt es auch Härtefälle auf Prime, gar keine Frage. Da gibt es generell auch Cheater. Aber Non-Prime ist nochmal so ein Ticken krasser, ja. Das ist nochmal... Prime ist, wenn du die Hand in den Mixer reinsteckst und den anmachst. Und Non-Prime ist, wenn du dich in den Mixer reinsetzt und den anmachst. Also, es ist eine winzige Hilfe. Und ja, vielleicht können wir so zumindest etwas säubern. Ja, stellt euch mal vor, alle User, die Overwatchen können, würden einfach ab jetzt täglich 5 Overwatches machen. Oder ein Overwatch, jeder, täglich. Ich weiß nicht, wie viele User das sind. Aber ich nehme an, es ist ein riesengroßer Teil. Vielleicht könnte man da was Kleines, aber Feines bewirken. Gerade bei solchen Bockfällen. Ja, ich meine, der kann da wirklich gar nichts. Ich habe es ja in der Vergangenheit jetzt so gemacht, dass ich euch immer gesagt habe, was ich im letzten Fall gedrückt habe, weil ich es am Ende wegschneide, damit wir so ein bisschen schwätzen können. Aber der letzte Fall war so lange her, dass ich es vergessen habe. Ich glaube, es war Only Vision. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Jetzt kam schon, ich glaube, über eine Woche kein Overwatch und deswegen bin ich etwas verwirrt. Ja, also ich denke, wir sind uns hier auch alle ziemlich einig, was gedrückt wird. Dennoch werde ich es am Schluss rausschnippeln. Wir können ja dann trotzdem noch entscheiden. Es gibt ja immer wieder Fälle, wo man dann sagt, gut, er hat zwar ganz klar Aim Assist, aber vielleicht hat er auch Bunny Hop oder Vision Assist oder wie auch immer. Guck mal da. Wo man vom Teufel spricht, was waren das jetzt, Leute? Die Bunny Hop Experten, einmal aufstehen, bitte. Was meint ihr? Vision Assist? Aim Assist? Und Other External? Möglicherweise. Ja, ich wollte eigentlich jetzt schon vorher in Overwatch machen. Ich wollte es nicht so weit kommen lassen, dass ich... ich wollte es nicht so weit kommen lassen, dass ich den letzten Fall komplett vergesse. Ich hätte es einfach reingucken können, klar. Aber ich habe jetzt auch gar nicht wirklich geplant, dass ich jetzt geschwind noch ein Video mache. Eigentlich dachte ich, hätte für heute eins, also für heute, für Sonntag. Aber ich habe doch keins. Was mich etwas betrübt. Was mich extrem freut, ist, dass wir jetzt wieder so viele neue Leute ranbekommen haben. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben diskutiert und rumgeschrieben und pipapo. Ich habe alles noch nicht alle Kommentare beantwortet. Ich habe gestern und vorgestern mich reingewühlt. Ich bin jetzt soweit bei der Hälfte, glaube ich, bei dem Video von vom Freitag. Ich glaube, am Freitag habe ich das Video gebracht, wo ich über das Update gesprochen habe. Also noch das Video, bevor das Update rauskam. War das am Freitag oder am Donnerstag? Ich glaube, das Video kam donnerstags. Da habe ich jetzt fast alle Kommentare durch. Das waren ohne meine Antworten 140 Kommentare oder sowas. Und ja, ich muss mich da langsam durcharbeiten und die letzten 2, 3 Videos auch aufholen. Jetzt habe ich wieder minimal mehr Zeit und kann mich da etwas, kann mich der Sache widmen, besser. Ja, also nicht verzagen. Ihr bekommt ja eine Nachricht, sobald ich geantwortet habe. Ich antworte auf alle Kommentare, auch wenn jemand nur schreibt, Pimmelgesicht, dann sage ich, schreibe ich irgendwie, ja, danke schön. Schön, dass du es gesehen hast. Schön, dass es dir aufgefallen ist oder sonst was. Ja.
Hier können wir natürlich auch wieder diskutieren, wobei es, glaube ich, nicht so extrem viel zu diskutieren gibt, außer vielleicht Bunnyhop. Was sagt ihr? Ja, nein, vielleicht. Die anderen Dinge. Natürlich könnt ihr sehr gerne eure Predicts schreiben, also was ich ihm hier wohl gedrückt habe, beziehungsweise was ihr ihm gedrückt hättet. Können wir sehr gerne klären in den Kommentaren. Und ich sage dann im nächsten Video wieder, was ich gedrückt habe. Und direkt noch nebenbei, vor kurzem habe ich ja diesen Skin rausgehauen, diese Shreds, diese der Pipapo. Ich glaube, ich hau jetzt generell wieder zu jedem CSGO-Video ein Skin raus. Jetzt nichts Riesiges, aber irgendwas Kleines halt. Ich denke, im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Ja, genau so geht der Spruch. Alle Leute, die sich hier irgendwie beteiligen in den Kommentaren, auf irgendeine Art und Weise, egal ob sie schreiben, der hackt oder wow, guck mal deine Frisur oder irgendwie sowas, ja. Unter den ganzen Leuten, das sind alles die möglichen... Oh, guck mal, wie versetzt der Ton kommt, aufkommt. Ja, das sind alles, können alles mögliche Gewinner sein, beziehungsweise so seid ihr eben mit dabei, ja, bei diesem Mini-Giveaway. Ich habe das früher sehr oft gemacht. Das hat nochmal so einen kleinen Kick gegeben, was Kommentare angeht, weil jemand, der... Ich habe einige Leute, ich glaube sogar der Großteil, logischerweise, der Großteil meiner Zuschauer ist so, dass sie einfach nur zugucken und jetzt nicht großartig kommentieren. Und vielleicht kann ich da aus dem einen oder anderen doch noch einen Kommentar rauskitzeln. Nicht, dass ihr das jetzt müsst oder hin und her, aber einfach nur, um nochmal so ein bisschen, hier komm, gibt sogar eine Kleinigkeit, ja. Aber ihr müsst trotzdem nicht kommentieren, ja, wenn ihr nicht wollt. Oder wenn ihr keine Zeit habt oder wie auch immer. Ich kenne das selbst, wenn man auf dem Handy was anhat und dann auf dem Handy was schreiben. Ah, das ist wie Krebs irgendwie, oder? Man schreibt was, ein Auto gerackt, macht daraus nur... Keine Ahnung, Scheißdreck halt. Da kriege ich immer direkt Akris. Okay, Leute, ich werde jetzt hier drücken, was ich vermute. Und wir können uns dann, wie gesagt, gerne darüber unterhalten, was ihr wohl so gedrückt habt. Habe ich meine Voice überhaupt aufgenommen? Ja, ich dachte kurz, die Voice würde nicht laufen. Fuck a doodle. Okay, vielen, vielen Dank. Denkt an das Mini-Giveaway. Alle, die sich irgendwie in den Kommentaren beteiligen, sind mit am Stissel. Schön, dass ihr da seid. Es ist wirklich richtig, richtig nice. Wir haben... vor ein paar Monaten kurz wieder Wachstum gehabt und dann ist es komplett weggebrochen. Wir waren ja sogar fast am Droppen. Wir haben die 10.000 Subs ins Auge gefasst dieses Jahr, aber das, man hat schon so Ende Oktober vielleicht, Anfang November gemerkt, fuck, das wird doch nichts, weil wir einfach stehen geblieben sind und sogar rückwärts gelaufen sind. Und jetzt sind die Zahlen wieder ein bisschen im Plus, das freut mich sehr. Ja, haut ordentlich rein. Mal gucken, was CSGO noch so treibt mit sich selbst, ne? Was die Devs so veranstalten. Ich hoffe auf ein Update, auf ein weiteres. Wegen mir kann es auch noch etwas dauern, also speziell jetzt nochmal eine Operation oder sowas. Das ist ja immer ein Content, den man herstellen muss. Aber dennoch hoffe ich, dass es im Endeffekt auf jeden Fall noch was kommt. Also dann nicht, dass sie uns da jetzt einfach nur mit der Danger Zone stehen lassen, die mir sehr Spaß macht. Sehr viel sogar. Aber wie gesagt, ich habe ja gestern einen Podcast gemacht, wo ich das Update besprochen habe in Sachen Wünsche und so weiter. Naja, Leute, haut ordentlich rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.